Beratung. Ich rufe auf den Zusatzpunkt 5 sowie die Tagesordnungspunkte 11a und 11b, Beratung mehrerer Vorlagen zu einem Einbürgerungsanspruch für alle Nachfahren der Verfolgten des NS-Regimes. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Bevor ich die Aussprache eröffne, bitte ich alle Kolleginnen und Kollegen, bei dem Sitzplatzwechsel doch zügig voranzuschreiten. Herr Kollege Dont, auch Sie. So, wenn es einigermaßen Aufmerksamkeit und Ruhe hergestellt, damit eröffne ich die Aussprache und erteile als erster Rednerin der Kollegin Katrin Göring-Eckardt, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, ein Tagesordnungspunkt zur Wiedergutmachung im Staatsangehörigkeitsrecht, das hört sich zunächst einmal an wie eine kleine Sache, die nur wenige Menschen betrifft. Und eigentlich ist es auch so, aber es geht um mehr. Es geht um die Frage, ob wir nach den vielen wichtigen Reden, die hier gestern gehalten worden sind, auch Taten folgen lassen, ob wir handeln. Und deswegen ist dieser Punkt, den wir heute hier besprechen, so zentral und so wichtig. Das Gedenken über die Untaten des Nationalsozialismus gehört zu uns, gehört zu Deutschland, gehört zur Staatsräson und ist zugleich Herzenssache. Deswegen habe ich mich mit anderen auch für den Vorschlag von Esther Bejarano ausgesprochen, dem Erinnern durch einen bundesweiten Feiertag am 8. Mai Raum zu geben. Das kollektive Erinnern ist Ausdruck unseres Respekts für diejenigen, die unter den Nazis gelitten haben. Es ist aber auch für uns selbst, für unser demokratisches, freies Gemeinwesen so unfassbar wichtig, zu erinnern, nicht zu vergessen und zu handeln. Es darf niemals zu einem Satz kommen wie: diese schlimme Zeit ist nun überwunden, wir können einen Schlussstrich ziehen. Nein, einen Schlussstrich gibt es nicht. Die Aufarbeitung der Verbrechen bleibt. Die Aufarbeitung der Verbrechen bleibt und ist eben auch Auftrag. Wir können nicht ausblenden, worum es dabei im Grundsatz geht und eben auch nicht, worum es gerade heute in der einen Frage beim Staatsangehörigkeitsrecht geht. Es geht um Menschen, die von den Nazis verfolgt wurden. Es geht um ihre Nachfahren. Von der diskriminierenden Einbürgerungspraxis waren vor allem Jüdinnen und Juden betroffen und ihre Nachfahren waren betroffen, Sinti und Roma und auch andere. Dass diese Nachfahren von NS-Verfolgten heute wieder in Deutschland leben und leben wollen, ist und bleibt ein wahnsinnig großes Geschenk. Das können wir nicht oft genug sagen. Ganz real aber bedeutet es für sie eben auch jeden Tag alltägliche Anstrengung, im Land der Täter zu leben und sich damit auseinanderzusetzen, nicht zuletzt wegen des alten und des neuen Antisemitismus, nicht zuletzt wegen Hass, wegen Hetze, wegen Gewalt, die Sie zu ertragen haben, meine Damen und Herren. Wie die jüdische Autorin Myrna Funk es anlässlich des diesjährigen Gedenktages formulierte, ich zitiere: man wird antisemitischen Vorurteilen ausgesetzt, und zwar wöchentlich. Man muss sich zu Israel verhalten. Man fragt sich, ob die eigenen Ängste irgendwie mit Traumatisierungen der Vorfahren zu tun haben. Zitat Ende. Ich bin all denjenigen von Herzen dankbar, die sich entscheiden, in Deutschland, in unserem Land zu leben und ihm nicht den Rücken zu kehren. Und auch deswegen haben wir den Auftrag zum Handeln heute und hier. Das Erinnern muss das Handeln im Heute leiten. Michael Greuß, der sich selbst als jüdischer Aktivist versteht, formulierte es diese Woche im Deutschlandfunk so: wer Juden helfen will, muss konkrete Maßnahmen tun. Nicht empören, nicht Bagel essen, nicht Klezmer hören, sondern ganz konkrete, nüchterne Handlungen. Darum geht es heute hier. Das ist unser Auftrag. Wenn wir von Wiedergutmachung im Staatsangehörigkeitsrecht sprechen, bedeutet es nicht, dass wir die deutschen Verbrechen vergessen machen können. Unser Gesetzesvorschlag ist keine Antwort auf NS-Unrecht, sondern es ist eine praktische Maßnahme von anderen. Und ich persönlich sehe den Begriff Wiedergutmachung in diesem Kontext und überhaupt
übrigens sehr kritisch. Ich leite daraus vor allem eins ab, es geht nicht um Wiedergutmachung. Das, was geschehen ist, können wir Deutsche niemals wiedergutmachen. Es geht darum, dass wir Verpflichtung haben. Es geht darum, dass wir ganz klar machen müssen, diese Menschen können wir nicht noch mit wahnsinniger Verwaltung, mit Bürokratismus und mit schwierigen Verfahren konfrontieren. Darum geht es heute und hier. Diejenigen in der Exclusion Group, die für die Wiedereinbürgerung von Menschen, denen die Nazis die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen haben oder sie unter Verfolgungsdruck aufgeben mussten, die sich dafür einsetzen, sind heute zum Teil hier. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlichen Dank dafür. Die Gespräche mit den Mitgliedern der Gruppe haben immer wieder ergeben, was für Ungerechtigkeiten der Artikel 116 Absatz 2 Grundgesetz in der Praxis immer noch mit sich bringt. Er schließt eben weiterhin ganze Gruppen von dem gesetzlichen Einbürgerungsanspruch aus. Deswegen haben wir im vergangenen August ein Gesetz eingebracht, das diese Lücken schließen soll. Für NS-Verfolgte und ihre Nachfahren darf die deutsche Staatseinbürgerung keine Bitte sein. Es ist ihr gutes Recht. Darum geht es. Das Problem ist lange bekannt. Die Bundesregierung hat übrigens auch reagiert auf Druck von außen und von innen aus dem Parlament. Aber sie hat regiert mit Erlassen. Und so ein Erlass, das wissen wir alle, das ist etwas, das kann man auch sehr schnell wieder zurücknehmen. Das ist eben kein Gesetz. Bei einem Erlass gibt es übrigens auch keinen Rechtsweg. Und deswegen sagen wir, wir brauchen ein Gesetz. Wir bitten Sie von Herzen, stimmen Sie zu, dass es das Recht gibt, dass es ein Gesetz gibt, dass es Klarheit gibt für diejenigen, die in unserem Land leben wollen, leben können, die sich dafür entschieden haben, die uns dieses Geschenk machen und die wir nicht konfrontieren sollten mit Bürokratie, die wir nicht konfrontieren sollten mit weiteren Schwierigkeiten. Ich finde, das muss eigentlich selbstverständlich sein. Das ist auch etwas, wo ich sage, das kann man nicht mit Verwaltungsvorschriften lösen. Es ist ein Thema, wo ich übrigens finde, dass wir es nicht in Konfrontation hier miteinander besprechen sollten. Das zeigt auch, dass Sie sich längst auf den Weg gemacht haben. Aber wir könnten heute hier ein eindeutiges, ein klares Zeichen gemeinsam setzen. Das ist meine Bitte. Und deswegen sage ich, stimmen Sie zu. Es ist ein Recht. Es ist Ihr gutes Recht. Und es ist gut für unser Land, für den Zusammenhalt, den wir hier so wichtig finden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Ludwiger. Als Ministerin hat das Wort der Kollege Dr. Matthias Middelberg, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir teilen in ganz weiten Punkten Ihre Einschätzung, Ihre Darlegungen, die Sie eben hier getroffen haben, Frau Göring-Eckardt. Das darf ja nicht umsonst sein, dass wir Gedenktage wie auch gestern hier veranstalten und an das große Unrecht, das wir Deutsche verübt haben, vor allen Dingen gegenüber dem jüdischen Volk, dass wir daran gedenken. Und dann muss es auch so sein, dass wir die konkreten Konsequenzen ziehen. Ich bin auch ganz ausdrücklich damit einverstanden, wenn Sie sagen, dass der Begriff Wiedergutmachung in diesem Zusammenhang kein geeigneter Begriff ist. Über alle diese Dinge sind wir, glaube ich, einig. Da wird es zwischen uns keinen Streit geben. Trotzdem kommt mir das, was wir so machen, ich sage das ganz ehrlich, auch ein bisschen wie eine Scheindebatte vor. Weil Sie haben eben davon gesprochen, es ginge darum, ein Recht einzuräumen oder einen Anspruch einzuräumen auf gesetzlicher Basis. Und das sei nun das Entscheidende. Da sind wir tatsächlich anderer Meinung. Sie haben eben gesagt, es müsse jetzt gehandelt werden. Ich kann nur feststellen, es wird ja längst gehandelt, nämlich seit August letzten Jahres. Da hat die Bundesregierung, das haben Sie in so einem Nebensatz auch erwähnt, tatsächlich gehandelt, nämlich zwei Erlasse erlassen, die genau die Problemfälle behandeln, die bisher bei der Anwendung des Artikels 116 Absatz 2, ich sage mal, unzureichend behandelt wurden, für die keine konkreten Regelungen getroffen waren. Und das waren vor allen Dingen Fälle, in denen insbesondere Juden nicht formell ausgebürgert worden sind, sondern sie sind geflohen aus Deutschland. Was sie damals tun mussten, sind in andere Länder gegangen und haben durch den Erwerb der Staatsangehörigkeit dort beispielsweise die Staatsangehörigkeit, die Deutsche, dann verloren.
So, das hat Ihnen schwer gemacht und macht es Ihnen auch heute schwer, die deutsche Staatsangehörigkeit wiederzuerwerben. Dafür aber, und da sind wir uns auch einig, dafür muss es eine Lösung geben, und die gibt es aber schon. Also die Aufforderung, jetzt müsste mal einer handeln, jetzt müsste mal die Bundesregierung was tun, Frau Göring-Eckardt, die geht ehrlich gesagt ins Leere. Denn die Bundesregierung handelt schon seit August letzten Jahres, und das will ich hier nochmal ausdrücklich feststellen. Allen Betroffenen, die so betroffen sind, wie Sie das auch beschrieben haben, denen wird abgeholfen. Und da sind eine Menge auch von Sondergruppen zu behandeln und zu nennen. Und all die sind in diesen Erlassen erfasst. Und mit diesen Erlassen haben wir auf dem verwaltungsrechtlichen Wege erstens jetzt viel schneller handeln können. Und wir können auf dem verwaltungsrechtlichen Wege auch sehr viel flexibler handeln. Denn wenn wir jetzt erkennen, dass der ein oder andere besondere Fall, es gab zum Beispiel eine Einbürgerung von Danzigern in das Deutsche Reich. Dabei hat man aber die jüdischen Mitbürger in Danzig nicht eingebürgert. Das ist eine Spezialgruppe, die quasi nicht ausgebürgert wurde, die ihre Staatsangehörigkeit nicht verloren hat, sondern die wurden gar nicht eingebürgert, obwohl sie damals eigentlich einen Einbürgerungsanspruch gehabt hätten. Auch diese Sondergruppen sind jetzt erfasst durch die Regelungen, die wir getroffen haben. Und da gibt es überhaupt gar keine Einschränkungen, keine Beschränkungen. Es hätte auch auf die Verfahren überhaupt gar keinen Einfluss, wenn wir das jetzt durch ein Gesetz regeln würden. Es würde überhaupt gar keinen Unterschied machen. Auch Sie haben in Ihrem Gesetzesvorschlag formuliert, dass ein Wiedergutmachungsinteresse gegeben sein muss und haben dann dafür Regelbeispiele genannt. Diese Regelbeispiele und diesen unbestimmten Rechtsbegriff des Wiedergutmachungsinteresses, den müssten wir ja auch wieder durch Verwaltungsvorschriften oder durch Verwaltungspraxis auslegen. Das heißt, wir wären dann genau an dem Punkt, wo wir jetzt schon sind und was wir schon abgearbeitet haben. Wir müssten nämlich dazu Verwaltungsvorschriften und Erlasse entwickeln. Das heißt, wir wären mit Ihrem Gesetz am Ende keinen Schritt weiter. Wir wären kein Jota weiter. Es würde überhaupt gar keinen Unterschied machen. Und wenn Sie mal die Rechtspraxis wahrnehmen, würde von keinem verlangen, dass er Jura studieren muss, will ich auch keinem zumuten, aber Sie lernen im Jurastudium relativ bald. Sie lernen, finde ich auch, ich habe es auch genossen. Also Sie lernen aber dann relativ bald, dass es sowas gibt wie eine Ermessensbindung der Verwaltung. Und die entsteht entweder dadurch, dass die Verwaltung bestimmte Fälle immer wieder gleich so behandelt, oder die besteht durch eine, ich sag mal, vorweggenommene Verwaltungspraxis, die man in Verwaltungsvorschriften oder beispielsweise in Erlassen festlegt. Wenn die Verwaltung dann aber so gebunden ist, Stichwort Ermessensreduzierung auf Null, dann entwickelt sich dadurch für den Betroffenen ein Rechtsanspruch. Das heißt, wir haben materiell hier die gleiche Rechtslage geschaffen, die wir hätten, wenn wir jetzt Ihr Gesetz beschließen würden. Also ich sage das mal ganz offen, die Aufforderung, ihr müsst handeln, ist völlig richtig. Ich sage dazu nur, wir haben längst gehandelt, deswegen brauchen wir auch nichts mehr ändern. Das ist genau die Situation. Alle Sonderfälle, ich könnte noch auf alle möglichen Fälle eingehen, sind behandelt. Was noch ein großes Problem ist, und das ist jetzt der eigentliche Haken an der Sache, die Verfahren dauern relativ lange. Die dauern ziemlich lange. Das ist das eigentliche Problem. Und deswegen haben wir jetzt beim Auswärtigen Amt, habe ich die Informationen leider nicht im Detail, aber das Auswärtige Amt stockt in den Auslandsvertretungen meines Wissens auch personell auf, um da besser die Fälle schneller behandeln zu können. Vor allen Dingen haben wir aber hier im Parlament im letzten Haushalt festgelegt, dass das Bundesverwaltungsamt gerade im Bereich der Prüfung in den Staatsangehörigkeitsverfahren 50 zusätzliche Stellen bekommt. 50 zusätzliche Stellen. Und davon werden die meisten, jedenfalls ein großer Teil, in genau den Verfahren eingesetzt, um die es jetzt geht. Also sage ich Ihnen ganz offen, zur konkreten Lösung dieses sehr konkreten und auch wichtigen Problems, das haben Sie zu Recht, Frau Göring-Eckardt, beschrieben, das ist ein wirklich wichtiges Thema, aber dem stellen wir uns mit den angemessenen gesetzgeberischen Möglichkeiten und mit dem angemessenen und aufgestockten Personal. Und ich glaube, das ist eine gute Lösung, und das sollten wir den Menschen auch so erzählen und das auch so vermitteln und nicht immer den Eindruck vermitteln, als sei die Rechtslage schlecht und sie hätten keinen Anspruch. Sie haben einen Anspruch, die Verwaltungspraxis ist gefestigt und die Verwaltung ist in der Anwendung der gesetzlichen Regelungen gebunden.
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Mittelberg. Als nächsten Redner erteile ich dem Kollegen Dr. Christian Wirth, AfD-Fraktion, das Wort. Herr Präsident, werte Kollegen, vorab möchte ich im Rahmen zum Thema Staatsangehörigkeit Herr Professor Krings, die Bundesregierung bitten, sich des Falles der russlanddeutschen Frau aus Germersheim, Rheinland-Pfalz anzunehmen, die nächste Woche mit ihren beiden Kindern abgeschoben werden soll, obwohl bereits ihre Eltern als Russlanddeutsche in Deutschland gelebt haben. Der Fall ist relativ absurd. Die Abstammung ist nach der Familie wohl das wichtigste Identifizierungsmerkmal des Menschen in der zivilisierten Welt. Sie ist das Bindeglied zu den Wurzeln eines Menschen, zur Sprache, Kultur, Geschichte, sinngebend für eine Solidargemeinschaft auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen einer Nation und somit die wichtigste Grundlage für die Staatsangehörigkeit. Die Staatsangehörigkeit ist ein zentraler Aspekt der staatlichen Ordnung, denn dieses definiert das Staatsvolk und stellt das rechtliche Band dar, das den Bürger mit seinem Staat verbindet. Die Ausbürgerung bedeutet ähnlich wie der Verstoß aus der Familie den Verlust wesentlicher Identifikationsmerkmale, mit denen ein Mensch aufwächst. Kein Wunder, dass der Nationalsozialismus sich während seiner Schreckensherrschaft auch des Mittels der Ausbürgerung bediente, bei Menschen, die nicht in ihr verquertes Weltbild passten. Ebenso wenig ist es ein Wunder, dass die sozialistische Diktatur der DDR aus diesen Mitteln gegen unliebsame Bürger von den Nationalsozialisten übernahm. Zwar bestimmt Artikel 16 Absatz 2, dass frühere deutsche Staatsangehörige, denen die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist und ihre Abkömmlinge auf Antrag wieder einzubürgern sind. Allerdings ist diese Regelung nicht nur sprachlich ungenau, sie wirft auch rechtliche Fragen auf, da die Einbürgerung nach alten, überkommenen Regelungen erfolgt, die bei Frauen und Männern und deren Abkömmlinge je nach Ehestatus zu unterschiedlichen Regelungen führen kann. Konkret bedeutet das Rechtspostulat der Kausalität der Ausbürgerung nämlich, dass Abkömmlinge im Sinne des Grundgesetzes die ehelichen und legitimierten Kinder und Kindeskinder ausgebürgerter Männer sind, sowie die nicht ehelichen sowie nach Durchsetzung der Gleichberechtigung geborenen ehelichen Kinder und Kindeskinder ausgebürgerter Frauen. Umgekehrt erbt aber ein nicht eheliches Kind nicht die deutschen Eigenschaften seines Vaters und ein früheres eheliches Kind, dessen Vater kein Deutscher war, nicht die deutschen Eigenschaften seiner Mutter. Sicher reden wir nicht mehr von sehr vielen Geschädigten, aber solche Ungerechtigkeiten müssen 75 Jahre nach Ende der NS-Herrschaft beseitigt werden, während leider der Trend bei dem DDR-Unrecht dahin geht, das Unrecht zu leugnen. Da stellt sich natürlich die Frage, warum die Bundesregierung, die sonst gar nicht genug Staatsbürgerschaften verteilen kann, bei diesem Thema so viel Zurückhaltung zeigt. Wir haben vorhin vielleicht einen Grund gehört. Andererseits sagt die Bundesregierung, sie weist darauf hin, dass die Überlegungen zu einer sachgerechten Lösung wegen der Komplexität dieser Problematik noch nicht abgeschlossen sind. Aus diesem Grunde ist der Antrag der FDP, die Bundesregierung zu einem Gesetzesentwurf aufzufordern, bereits ein untaugliches Mittel. Aber auch inhaltlich bleibt der Antrag schwammig und handwerklich schlecht gemacht. Hier soll es auch um die Ehegatten ausgebürgerter deutscher Staatsbürger gehen, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die deutsche Staatsbürgerschaft erworben hätten. Dieser Gummiparagraf schließt auch alle jene ein, die nie deutsche Staatsbürger waren und nie Interesse an einer Einbürgerung hatten. Da es hier konkret auch um deren Abkömmlinge gehen soll, was bei gemeinsamen Abkömmlingen mit dem deutschen Partner ja hinfällig ist, führt dies zu unsinnigen Realitäten. Eine Frau, sagen wir eine Britin, die einen geflüchteten Deutschen geheiratet hat, nach Trennung oder dessen Tod Kinder mit jemand anderem hatte, könnte auf diesem Wege diesen den Anspruch auf eine Einbürgerung vererben. Vielleicht nicht ihre Absicht, aber die absurde Folge ihrer Forderung. Die Linkspartei weist in ihrem Antrag auf einen oft übersehenen Sonderfall hin, nämlich die Fälle all derer, die zwar nie formell ausgebürgert, aber von Masseneinbürgerungen ausdrücklich ausgenommen wurden. So zum Beispiel die Juden der Stadt Danzig. Allerdings ist die folgende Ausweitung auf alle nach 1933 angeschlossenen Gebiete dann doch problematisch. Nimmt man ihren Entwurf so an, wie es hier steht, entsteht ein Paradox. Bestimmte Gruppen, wie Juden, Sinti und Roma, die in Österreich lebten und mit dem Anschluss von der deutschen Staatsangehörigkeit ausgenommen wurden, würden ein Recht auf Einbürgerung erhalten, obwohl sie nie eine deutsche Staatsbürgerschaft hatten. Österreicher,
die mit dem Anschluss die deutsche Staatsbürgerschaft erhielten, sie aber 45 natürlich wieder verloren haben, nicht. Mindestens ein Grenzfall des Gleichbehandlungsgebotes. Schließlich verzichten sie auf die formelle Voraussetzung des § Staatsangehörigkeitsgesetzes und fordern keinerlei Bindung an Deutschland für die Abkömmlinge, sodass bei ihnen eine gewisse Beliebigkeit bei der Einbürgerung zu befürchten ist. Kommen wir also zum Antrag der Grünen und, das wird Sie überraschen, den finden wir gut. Lobenswert der explizite Verweis auf § 8 Staatsangehörigkeitsgesetz als Voraussetzung für die Einbürgerung und eine ausdrücklich geforderte Bindung an Deutschland für nicht in Deutschland geborene Abkömmlinge. Zwar ist fraglich, ob die Geburt alleine schon ausschlaggebend sein soll, wenn das gesamte bewusste Leben im Ausland stattfand, aber die Zahl der Fälle sollten überschaubar sein. Immerhin entschärft die Vorgabe der Bindung an Deutschland auch das Österreich-Problem, was vor absurden Folgen, wie sie sich aus dem Antrag der Linken ergeben, schützt. Wir werden deshalb dem Antrag der Grünen zustimmen. Auch wenn wir wissen, dass man uns nicht mit derselben Fairness begegnen wird, sind wir fairerweise bereit, einen sinnvollen Antrag auch ohne Ansehen der Partei mitzutragen. Darüber hinaus begrüßen wir es, dass die drei anderen Oppositionsparteien offenbar das Abstammungsprinzip in Sachen Staatsbürgerschaft wieder für sich entdeckt haben, nachdem sie es jahrzehntelang verteufelten. Die Grünen haben es im Jahr 2000 sogar mit abgeschafft. Herzlichen Glückwunsch zur Besserung und ein genauso herzliches Willkommen im Kreis der Vernünftigen, zumindest in dieser Frage. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Helge Lind, SPD-Fraktion. Suffisantes Lächeln des Präsidenten. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zwei Fragen und zwei Geschichten scheinen mir im Mittelpunkt zu stehen. Zwei Fragen. Erste Frage, was bedeutet es, wenn Nachfahren von NS-Verfolgten, insbesondere jüdische Nachfahren, Deutsche werden wollen? Ich denke, das ist nicht nur eine riesige Gnade für uns, es ist auch ein ungeheurer Akt des Verzeihens und auch des Vertrauens in uns, den wir gar nicht hoch genug würdigen können. Gerade in einer Situation auch, in dem Jüdinnen und Juden hier in diesem Land zwar nicht auf gepackten Koffern sitzen, aber doch angesichts des steigenden Antisemitismus die Koffer wieder vom Speicher geholt haben, was uns allen zu denken geben sollte. Die zweite Frage, die mir wichtig scheint bei dem Thema Staatsangehörigkeit und auch hier dieser aktuellen Frage, ist, wer ist deutsch? Denn mit Staatsangehörigkeit gibt sicher ein Land ein Selbstbild, definiert unzweifelhaft, wer im Sinne der Staatsangehörigkeit dazugehört und wer nicht, ist einschließend und ausschließend. Und unser Verständnis als SPD-Fraktion ist, dass das Staatsangehörigkeitsrecht generell einen Akzent auf Inklusives, aufs Einschließen haben sollte und es gerade bei dem betroffenen Personenkreis, aber insgesamt nicht unser Ziel sein kann, dauerhaft, dass Menschen, die sich mit dem Land identifizieren, die Staatsangehörige werden sollten, sehr hohe Hürden ertragen müssen. Wir sollten Menschen dafür belohnen, dass sie Deutsche werden wollen und nicht bestrafen. Und der Alltag zeigt generell bei Einbürgerungswilligen, dass bei nicht willigen Ausländerbehörden die Praxis oft von dem Gefühl eines Bestrafens getragen ist. Da ist noch viel Arbeit zu leisten. Wir haben aber auch zwei Geschichten. Die eine Geschichte ist die jetzt der politischen Regelung. Gesetzgebung, Rechtsverordnung, Erlass. Und wir haben uns als Koalition erst einmal entschieden, den Erlassweg zu gehen. Aus Gründen des Pragmatismus und auch eindeutig der Geschwindigkeit. Und gleichzeitig sage ich, und das haben wir auch immer offen formuliert als SPD, dass unser generelles Ziel durchaus eine gesetzgeberische Lösung ist, aber erst abwarten, was die Erlasse ergeben. Genau uns angucken wollen, welche Fälle erfasst werden. Gibt es Nachsteuerungsbedarf? Und wenn wir alle ehrlich miteinander sind, haben auch die durchaus sehr guten Gesetzentwürfe Lücken. Gibt es auch dort blinde Flecken? Und gibt es auch, wie auch die Anhörung zeigte, Personengruppen, die nicht umfassend erfasst sind, was es noch dringlicher macht, erstmal abzuwarten und nicht einfach diesen Gesetzentwürfen zuzustimmen? Also erstmal der Erlassweg
und dann schauen, was gesetzgeberisch möglich ist. Aber ich danke ausdrücklich, ich finde, das ist geboten bei dieser Debatte, nicht nur dem Koalitionspartner, sondern auch den Grünen und Linken, dass sie das Thema so aufgebracht haben. Ich erlaube mir, aber so kennen Sie mich, eine kleine, winzige kritische Anmerkung. Im Antrag der Grünen-Fraktion steht, dass die Koalition erst gehandelt hätte nach dem großen medialen Aufkommen und nach dem Gesetzentwurf der Grünen. Ich glaube, wir brauchen nicht diese Form der Belehrung und dieses Hinweises. In dem Punkt wäre ein bisschen weniger grüne Selbstgewissheit und ein Hauch mehr Zurückhaltung und Demut angebracht gewesen. Generell aber stimmen wir bei dem Ziel und der Erkenntnis, wie wichtig es ist, Menschen zu erfassen mit dem Staatsangehörigkeitsrecht, die bisher nicht berücksichtigt wurden, durch Artikel 116 Absatz 2 völlig überein. Jetzt komme ich aber zu der eigentlichen Geschichte, die mir wichtig scheint. Worüber reden wir? Heinrich Heine schrieb 1828 als herausragender deutscher Jude über Emanzipation und eben nicht nur über Judenemanzipation. Und er schrieb Folgendes. Nicht die Emanzipation bloß der Irländer, der Griechen, der Frankfurter Juden, der westindischen Schwarzen und der gleichen gedrückten Volkes, sondern es ist die Emanzipation der ganzen Welt, absonderlich Europas, das mündig geworden ist und sich jetzt losreißt vom eisernen Gängelbandel der Bevorrechteten der Aristokratie. Das ist so wichtig, damit wir erkennen, dass diejenigen und deren Nachkommen, um die es hier geht, nicht Fremde sind. Das wollten die Nationalsozialisten erreichen, sondern sie waren zutiefst Teil von uns und unserer Geschichte. Und, weil das Stichwort Aristokratie mich jetzt dazu verleitet, unter denen, deren Nachfahren verfolgt wurden, waren zum Beispiel auch James und Agnes Simon, deutsche Juden, die im Kaiserreich das deutsche Kaiserhaus immens unterstützt haben, aber auch Stützen der Weimarer Demokratie waren und die in ungeheuerlicher Weise Kunstschätze dem deutschen Staat überlassen haben, geschenkt haben und ihre Nachfahren, trotz allem, was sie erlebt haben, sind dabei geblieben. Diese Haltung und diese Bescheidenheit ist etwas, an dem sich zum Beispiel die Hohenzollern ein Beispiel nehmen können. Es gibt aber auch noch einen anderen Fall. Auch jemand, der beispielhaft ist für diese Personen und deren Nachfahren, über die wir sprechen. Sein Name ist Samuel Steilberger. Er war Bandweber, kam als Arbeitsmigrant aus Langenberg nach Elberfeld. 12 Kinder hatte er. Er war kein Intellektueller und er war ein ganz normaler Jude dieser Zeit und er war ein ganz normaler Deutscher dieser Zeit und das war ganz selbstverständlich. Diejenigen aber, die dann seine Nachfahren aus der Staatsangehörigkeit ausschließen wollten, konstruierten eine Geschichte, die nie eine war. Und dieser Samuel Steinberger freute sich riesig, als seine Kinder und seine Enkelkinder Musikunterricht bekommen konnten. Die Chance hatte er nie. Und als er zum Ende seines Lebens die Chance hatte, eine Wohnung mit Balkon zu beziehen. Seine Gedanken waren die eines gewöhnlichen Deutschen. Also frage ich an dieser Stelle, wer ist deutsch? Dieser Samuel Steinberger war und ist deutsch. Er gehörte zu uns und er gehört zu uns. Und seine Nachfahren gehören zu uns. Wir sind Sie und Sie sind wir. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lind. Nächster Redner für die FDP-Fraktion ist der Kollege Stefan Thumme. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, meine Damen und Herren. Am gestrigen Tag haben wir hier im Plenum des Deutschen Bundestages in einer bewegenden Feierstunde an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Heute geht es darum, ein Stück Wiedergutmachung zu versuchen. Das Problem ist schon mit diesem Wort mehrfach erwähnt worden. Wie kann man Unrecht in dieser Weise wiedergutmachen? Aber es ist doch auch beschämend, dass noch Rechtszustände andauern, in denen Unrecht, das durch Nationalsozialisten hervorgerufen worden ist, immer noch andauert.
Und ein solcher kleiner Punkt, der vielleicht wie eine Fußnote manchem erscheinen mag, ist in der Tat ein Problem im Staatsangehörigkeitsrecht. Es gilt immer noch, dass Menschen, denen die Staatsangehörigkeit entzogen worden ist durch die Nationalsozialisten, oder die diese deutsche Staatsangehörigkeit nicht erwerben konnten, wegen des Unrechts der Nationalsozialisten, immer noch ausgeschlossen sind oder es ihnen erschwert wird, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben. Und diesen Bereich, dieses Problem, das müssen wir beseitigen, meine Damen und Herren. Was wie eine kleine Fußnote erscheinen mag, ist für manche Menschen ein wichtiger Punkt. Und es geht vor allem darum, dass wir diesen Anspruch erfüllen, dass dieses Unrecht beseitigt wird. Es handelt sich um einen Punkt von nicht zu unterschätzender Symbolkraft. Und aus diesem Grunde genügt es für uns nicht, dass nur durch zwei Erlasse der Bundesregierung die Möglichkeit, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben, erleichtert wird, sondern wir sollten im Plenum des Deutschen Bundestages, wo wir uns in historischer Verantwortung mit diesen Fragen beschäftigen, diesen Punkt debattieren. Und das tun wir heute mit diesem Tagesordnungspunkt, meine Damen und Herren. Das Problem besteht darin, dass auch die beiden Erlasse des Bundesinnenministeriums und auch die beiden Gesetzentwürfe der Grünen und der Linken nicht völlig lückenlos jenen Zustand wiederherstellen, der herrschen würde, wenn durch nationalsozialistisches Unrecht nicht die Staatsangehörigkeit entzogen worden wäre oder der Erwerb erschwert worden wäre. Kollege Mittelberg hat solche Fälle schon genannt. Es geht darum, dass Menschen, denen die nicht formal ausgebürgert worden sind, die aber noch rechtzeitig vor dem Zweiten Weltkrieg aus Deutschland fliehen konnten, eine andere Staatsangehörigkeit annahmen, deswegen die deutsche Staatsangehörigkeit verloren. Oder es geht um die sogenannten Danziger Juden, also Menschen, die eingebürgert worden wären, wenn auch Juden eingebürgert worden wären nach Beginn des Zweiten Weltkriegs in den eroberten Gebieten. Oder es geht um Ehegatten, die Deutsche hätten werden können, wenn ihr Ehepartner nicht ausgebürgert worden wäre oder er die Staatsangehörigkeit Deutschlands verloren hätte. Das sind Lücken, die nach wie vor bestehen, die auch die Erlasse des BMI und auch die Gesetzentwürfe der Grünen und der Linken nicht vollständig beseitigen. Ein verbesserter Punkt ist hier, dass die Grünen erst gestern allerdings einen Antrag eingebracht haben, der diesen Punkt beseitigt. Und das ist genau das, was im Antrag der FDP enthalten ist. Deswegen empfehle ich Ihnen, diesen Antrag anzunehmen, weil der Antrag der FDP alle Lücken beseitigt, keine weiteren Voraussetzungen einfügt, wie etwa Sprachkenntnisse, besondere Deutschlandbezüge, keine Examinierung notwendig ist, um Kenntnisse in der deutschen Rechtsordnung, Gesellschaftsordnung und dergleichen nachzuweisen. Das ist jener Antrag, der genau jenen Zustand lückenlos und ohne weitere Voraussetzungen wiederherstellt, der gelten würde, wenn es das Unrecht der Nationalsozialisten nicht gegeben hätte. Und deswegen, meine Damen und Herren, empfehle ich Ihnen diesen Antrag der FDP heute zur Annahme. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Ulla Jelke für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, für Die Linke ist ganz klar, Menschen, deren Vorfahren wegen NS-Unrecht die deutsche Staatsangehörigkeit verloren haben, haben einen Wiedergutmachungsanspruch. Deutschland muss in die Pflicht genommen werden, ihre Einbürgerungsanträge positiv beschieden, ohne Wenn und Aber. Dass wir hier überhaupt über dieses Thema reden, verdanken wir vor allem der überzeugenden Arbeit der betroffenen Gruppe. Ich möchte mich hier insbesondere bei Nick Kurtmann und Felix Kautschmann bedanken. Und ich möchte Sie auch nochmal auf der heutigen Besuchertribüne begrüßen. Sie haben darauf hingewiesen, dass zahlreiche Fälle, in denen Deutsche aufgrund der Verfolgung durch die Nazis ihre Staatsbürgerschaft verloren und von Wiedereinbürgerungsgarantien des Grundgesetzes ausgeschlossen sind. Das gilt zum Beispiel, wenn die Frauen, die vor den Nazis flohen, im Exil einen ausländischen Mann heirateten. Damit verloren sie automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit. Das Gleiche gilt, wenn sie sich
vom Aufnahmeland einbürgern ließen. Ich habe zahlreiche Schreiben bekommen von Betroffenen, zum Beispiel Catherine Scotch. Sie lebt heute in den USA. Vor einigen Jahren beantragte sie die deutsche Staatsbürgerschaft und wurde abgelehnt. Denn ihre Mutter, so schrieb das Konsulat, habe Deutschland ja mit einem deutschen Pass verlassen und erst durch die Heirat mit einem Engländer die deutsche Staatsbürgerschaft verloren. Außerdem liegt ihre Einbürgerung nicht im Interesse, so das Konsulat, im deutschen Interesse. Das ist wirklich der Gipfel an Kaltherzigkeit. Das Gleiche erlebt Peter Gallery, der heute in England lebt. Sein Vater galt als Halbjude. Er floh mit seiner Mutter 1939 nach England, wo er später britischer Staatsbürger wurde. Damit habe er freiwillig auf die deutsche Staatsbürgerschaft verzichtet, hieß es bei der Ablehnung seines Einbürgerungsantrags. Selbst schuld, so das zynische Fazit der deutschen Behörden. Und so, meine Damen und Herren, ging es Hunderten von Antragstellern. Ich möchte hier unmissverständlich klarstellen, nein, diese Menschen waren nicht selbst schuld, dass sie ihre deutsche Staatsbürgerschaft verloren haben. Schuld war Nazi-Deutschland und niemand sonst. Die Bundesregierung hat im Übrigen mit einer Erlassregelung, wir haben es heute schon gehört, einige kritische Punkte aus dem Weg geräumt. Nur, Kollege Mittelberg und auch Kollege Lindt, die Erlasse des Innenministeriums enthalten noch Lücken bei der Wiedergutmachung und sie sind auch politisch unzureichend. Deswegen sagen wir brauchen nicht nur Erlasse, sondern wir brauchen ein Gesetz mit einem klaren Rechtsanspruch. In unserem Gesetz fordern wir auch, jene Menschen zu berücksichtigen, deren Vorfahren zum Teil jahrzehntelang in Deutschland gelebt haben, aber wegen antisemitischer Ressentiments nicht eingebürgert wurden. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Daniel Eisenberg, 28 Jahre alt, sein Großvater wurde 1913 in Hannover geboren als Sohn eines staatenlosen galizischen Juden. Der Großvater hat 26 Jahre lang in Deutschland gelebt, im Pelzhandel gearbeitet, hat Steuern gezahlt, aber als sogenannter Ostjude hatte er keine reelle Chance auf Einbürgerung. Und schon gar nicht nach 1933. Kurz vor Kriegsbeginn floh er nach Großbritannien. Sein Enkel Daniel Eisenberg möchte Deutscher werden, hier arbeiten und hier leben, aber die Erlassregelung gibt es nicht her, dass er eingebürgert wird. Es ist abgelehnt worden. Wie absurd ist das, zeigt ein Vergleich. Die Nachfahren deutschsprachiger Juden, die im besetzten Polen von den Sammeleinbürgerungen deutschstämmiger Einwohner ausgeschlossen wurden, können heute zu Recht ihre Einbürgerung beantragen, obwohl sie nie im Deutschen Reich gelebt haben oder gearbeitet haben. Aber für Leute wie Daniel Eisenberg, dessen Großvater mitten aus Deutschland stammte und vor den Nazis fliehen musste, gilt das nicht. Die Erlassregelung gilt auch nicht für Betroffene, die mittlerweile wieder in Deutschland leben. Nick Coachman ist so ein Beispiel, der heute hier ist, weil sie für die Länder zuständig sind und der Bund keine Weisungsbefugnis hat. Das zeigt, die Ersatzregelung führt das unübersichtliche Flickwerk der bisherigen Regelung fort. Zudem verspricht sie lediglich ein Zitat, wohlwollende Behandlung der Einbürgerungsanträge. Es geht aber darum, dass wir den Betroffenen einen Rechtsanspruch gewähren. Die Linke findet, die Nachfahren von NS-Opfern verdienen nicht Gnade, sondern Recht. Und dafür brauchen wir ein Gesetz. Deutschland ist in der Bringschuld. Es muss Wiedergutmachung leisten, wo immer sie möglich ist, und zwar bedingungslos. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Michael Kuffer das Wort. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, dieser Tage befinden wir uns im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Das NS-Regime hat unaussprechliches Leid über die Menschheit gebracht. Es hat verfolgt, entrechtet, gemordet. Die Gedenkstunde in dieser Woche hat uns dieses Verbrechen wieder einmal in aller Deutlichkeit vor Augen geführt. Und wir sind uns jeden Tag der Verantwortung bewusst, dafür Sorge zu tragen, dass sich das Geschehene nicht wiederholt, dass es nicht in Vergessenheit gerät und ja, dass den Betroffenen Wiedergutmachung zuteil wird. Diese Verantwortung leitet uns, und sie leitet uns in den verschiedenen Bereichen unserer Arbeit und natürlich auch in diesem Fall. Und ich möchte Ihnen als Berichterstatter der Unionsfraktion für Staatsangehörigkeit, Recht im Namen der ganzen Fraktion mit aller Deutlichkeit sagen, Deutschland muss und wird seiner historischen Verantwortung gegenüber denjenigen gerecht werden, die als Nachfahren deutscher Verfolgter des NS-Regimes staatsangehörigkeitsrechtliche Nachteile und staatsangehörigkeitsrechtliches, zum Teil himmelschreiendes Unrecht erlitten haben. Das steht außer Frage, und es gilt auch und besonders für Menschen, deren Eltern oder Großeltern aus Deutschland flüchten mussten. Da es in der Vergangenheit Fälle gab, in denen nicht alle Betroffenen, und es sind ja hier auch eine Reihe von Fällen aus der Praxis genannt worden, von der im Artikel 116 Absatz 2 Grundgesetz vorgesehenen Regelungen umfasst wurden, wonach frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 durch NS-Unrecht die Staatsangehörigkeit entzogen wurde, auf Antrag wieder einzubürgern sind, hat das Bundesinnenministerium bereits im August vergangenen Jahres mittels einer Erlassregelung eine Regelung geschaffen, um den Betroffenen schnell, unmittelbar geltend und vor allem unbürokratisch helfen zu können. Der Bedarf war unstrittig, er wurde erkannt und er wurde aus unserer Sicht behoben. Nun ist eine Debatte um die rechtstechnische Umsetzung dieser Lösung Erlass oder Gesetz entstanden. Ich will noch mal sagen, im Hinblick auf die inhaltlichen Folgen, klar ist, und das haben uns auch die Experten in der Anhörung im Oktober vergangenen Jahres so bestätigt, dass dies keine Frage der Rechtsstellung ist. Die Rechtsstellung der Betroffenen, die die notwendigen Voraussetzungen erfüllen, wird durch die Frage Erlass oder Gesetz in keiner Weise berührt. Im Gegenteil dazu bietet die Verwaltungsvorschrift Flexibilität. Die Flexibilität, konkrete Fallkonstellationen zu formulieren, und schafft dadurch aus unserer Sicht letztlich mehr Rechtssicherheit. Und wenn hier immer wieder davon gesprochen wird, dass man Gesetz eine höhere Rechtssicherheit schafft, weil man Verwaltungsregelungen jederzeit wieder zurücknehmen kann, dann kann ich nur auch nochmal an das erinnern, was Kollegin Mittelberg hier vorgetragen hat. Sie übersehen dabei den Grundsatz der Selbstbindung der Verwaltung und in den Fällen, in denen das Ermessen auf null reduziert wird, dadurch letztlich auch eine stabile Bindung an diese Regelung. Und es ist darauf hingewiesen worden, ebenfalls zu Recht, dass wenn wir jetzt einen unbestimmten Rechtsbegriff einführen, indem wir ein Wiedergutmachungsinteresse als Tatbestandsvoraussetzung normieren, dass wir natürlich diesen ganzen Bereich erst einmal der Auslegung der Verwaltungsgerichte zugänglich machen und dies auch erforderlich machen. Und insofern glauben wir, dass die nähere Ausgestaltung trotzdem in einer Rechtsverordnung nötig, glauben wir, dass durch eine gesetzliche Regelung anstatt des Status quo keine Verbesserung erreicht werden würde, sondern jedenfalls oder eher eine Verzögerung und vielleicht auch zunächst eine Erschwerung. Insofern sind wir der Meinung, dass hier kein Regelungsbedarf besteht. Dankeschön. Das Wort hat Dr. Lars Castellucci für die SPD-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Uns liegen heute mehrere Anträge zur Wiedergutmachung im Staatsangehörigkeitsrecht vor. Und dabei geht es, und man muss wirklich sagen, noch immer, um Menschen, denen in der Nazizeit die Staatsangehörigkeit entzogen wurde oder die sie beispielsweise auf der Flucht verloren haben oder eben um ihre Nachkommen. Und ich will zunächst auch noch sagen für die SPD-Fraktion, dass der Begriff der Wiedergutmachung wirklich ein schwieriger Begriff in diesem Zusammenhang ist. Es wurden Menschen aus der Gemeinschaft ausgestoßen, sie wurden zur Flucht gezwungen. So etwas kann man nicht wiedergutmachen. Ich denke, es geht vielmehr um unsere besondere Verantwortung, um unsere Verpflichtung diesen Menschen und ihren Nachkommen gegenüber. Eigentlich gibt unser Grundgesetz einen klaren Auftrag. In Artikel 16 heißt es, frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden sind und ihre Nachfahren sind auf Antrag wieder einzubürgern. In der Praxis, und das ist ja nun dargestellt worden, gibt es aber eine Vielzahl von Gruppen, die nicht berücksichtigt sind. Darin sind unter anderem die Erwähnten enthalten, die die Staatsangehörigkeit besessen haben, aber sich auf die Flucht begeben haben, bevor sie ihnen entzogen worden konnte. Oder ein, finde ich, noch besonderes Beispiel ist, wenn die Eltern nicht miteinander verheiratet waren und nur der Vater Deutscher, aber in der alten Rechtsprechung der Vater die Staatsangehörigkeit weitergibt, dann bleibt das Kind ohne den Anspruch auf die deutsche Staatsangehörigkeit bis heute. Und wenn Sie mich also fragen, ob ich glaube, dass wir mit dem, was wir bisher gehört haben und was wir auf den Weg gebracht haben, unserer besonderen Aufgabe, unserer besonderen Verpflichtung den Menschen gegenüber schon wahrgenommen, nachgekommen sind in ausreichendem Maße, dann muss ich Ihnen sagen, ich bin dieser Auffassung nicht. Ich glaube, es braucht einen Rechtsanspruch für die Betroffenen und ich vermute auch, dass wir weitere Personengruppen haben, die nicht erfasst sein werden von den Erlassen. Wir sind also wahrscheinlich einen wichtigen Schritt gegangen, das ist dargestellt worden, aber wir sind gewiss noch nicht am Ziel. Darüber war in der Koalition aber keine Einigkeit zu erzielen und deswegen muss ich Sie für heute bitten, dass wir nun die Wirkung dieser Erlasse auswerten werden. Das Thema bleibt auf der Tagesordnung und wenn es weiteren Handlungsbedarf gibt, dann werden wir das auch erneut besprechen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in den letzten 10 Jahren gab es 30.000 Einbürgerungsanträge von Betroffenen in unserem Zusammenhang. Die Grünen haben in ihrem Antrag dazu geschrieben, zitiere daraus, dass eine so große Zahl an Nachkommen von während der NS-Diktatur verfolgten und zur Emigration gezwungenen heute wieder deutsche Staatsangehörige werden wollen, sollte Deutschland mit Dankbarkeit erfüllen. Das hat Frau Göring-Eckardt ähnlich heute in ihrer Rede formuliert und ich denke, dem kann man nur mit vollem Herzen zustimmen. Ich glaube, ganz generell liegt darin auch der Schlüssel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sollten uns freuen, wenn jemand Deutscher sein oder Deutscher werden will. Und ganz offensichtlich ist diese Freude nicht so gleich verteilt in diesem Haus, sonst könnte es doch nicht so schwierig sein, ein paar Veränderungen noch an unserem Staatsangehörigkeitsrecht auch unterzubringen. Und dann möchte ich anschließen an das, was mein Kollege Lindt hier vorgetragen hat. Wann ist man denn Deutscher? Unser Grundgesetz sagt, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. In Deutschland leben rund 21 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Mehr als die Hälfte von ihnen besitzt den deutschen Pass. In Deutschland leben vielleicht 4 bis 5 Millionen Muslime. Fast die Hälfte von ihnen besitzt den deutschen Pass. Ich möchte Sie fragen, glauben Sie, dass diese Personen im Alltag als Deutsche angesehen werden? Ich habe gerade mit Praktikantinnen und Praktikanten hier aus dem Deutschen Bundestag gesprochen. Und da wurde mir unter anderem vermittelt, wenn wir von wir sprechen, wissen Sie zum Teil nicht, ob Sie sich denn nun angesprochen fühlen können oder sogar angesprochen fühlen müssen. Und ich denke, solange das noch so ist, haben wir in Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts noch eine ganze Menge zu tun. Viele müssen sich immer wieder fragen lassen, wo sie eigentlich herkommen. Ferde Atermann hat darüber ein Buch geschrieben. Hört auf zu fragen, ich bin von hier. Das ist der Titel. Und auch der zeigt, wir haben noch viel zu tun, wenn es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt geht.
oder ganz konkrete Diskriminierung im Alltag auf der Suche nach einer Wohnung oder auf dem Arbeitsmarkt. Oder man unterstellt ihnen, wenn sie ihre Wurzeln nicht verheimlichen und verbergen wollen, dass sie dann sich nicht ganz zu uns bekennen und nicht ganz dazugehören wollten. Ich finde, Johannes Rau hat recht gehabt, der vor 20 Jahren gesagt hat, es kommt nicht auf die Herkunft des Einzelnen an, sondern darauf, dass wir gemeinsam die Zukunft gewinnen. Und für diesen Satz müssen wir heute noch eine ganze Menge tun. Über 100.000 Menschen wurden 2018 eingebürgert. Ich finde, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eine gute Nachricht. Wir sollten nicht zu großzügig sein mit der Staatsangehörigkeit. Wir dürfen streng sein. Ist man in Wuhan und von einem neuen Virus betroffen, dann müssen wir die Menschen ausfliegen. Es legt uns als Staat Pflichten auf, wenn wir Staatsbürger haben. Aber umgekehrt hat der Bundespräsident gestern auch zum Ausdruck gebracht, dass wir von den Menschen, die bei uns eingebürgert werden wollen, etwas verlangen, nämlich nicht weniger als dass die Lehren, ich zitiere ihn aus unserer Geschichte, zum Selbstverständnis aller Deutschen gehören müssen, Verantwortung im Hier und Heute tragen wir alle. Ich denke, das ist gestern sehr gut zum Ausdruck gekommen. Und ich denke, darin kommt auch der hohe Anspruch zum Ausdruck, den wir mit dem Bekenntnis zu unserem Land auch verbinden. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Thema ist auch Wiedervorlage. Nutzen wir die Zeit für das öffentliche Gespräch darüber, was dazugehören bedeutet und wie gutes Zusammenleben gelingen kann. Nur so schaffen wir die Basis für ein wirklich modernes Staatsangehörigkeitsrecht. Wir können im Leben nicht immer wieder alles gut machen, aber wir können versuchen, immer von Neuem die Dinge gut zu machen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Axel Müller für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bevor ich auf die Anträge der Fraktionen von FDP, Grüne und Linke etwas näher eingehe, möchte ich ein paar allgemeine Gedanken zur Staatsangehörigkeit formulieren. Die Staatsangehörigkeit ist Ausfluss der Staatsbürgerschaft. Als Staatsbürger habe ich Rechte und Pflichten. Den Pflichten versuchen sich sowohl dem rechten Spektrum zuzurechnende Reichsbürger wie auch linken Ideologien anhängende sogenannte Weltbürger gerne zu entziehen. Im Personalausweis ist die Staatsangehörigkeit ein identitätsstiftendes Merkmal. Als überzeugte Europäer und Unionsbürger, die wir uns im Schengen-Raum frei bewegen, über den nationalstaatlichen Grenzen hinweg, rückt die Zugehörigkeit zu einem Nationalstaat immer mehr in den Hintergrund. Für die Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten Königreichs hat sie mit Blick auf den übermorgen in Kraft tretenden Brexit eine ganz andere Bedeutung gewonnen, wenn sie aufgrund ihrer britischen Staatsangehörigkeit ihre Unionsbürgerschaft verlieren und damit auch die Freizügigkeit. Das dürfte für einen Teil der ansteigenden Einbürgerungsanträge aus diesem Teil Europas mitursächlich sein. Während es gerade mal 2015 43 Anträge waren, schnellte die Zahl nach dem Brexit-Referendum auf 684 nach oben, um in 2018 einen neuen Höhepunkt zu erreichen mit 1.506 Anträgen. Mit diesen Zahlen will ich aber keinesfalls, um nicht missverstanden zu werden, die Ernsthaftigkeit der gestellten Anträge anzweifeln. Vielmehr zeigt das nur, dass die Entwicklung immer neue Beispiele und Fallkonstellationen hervorbringt. Dies und die Thematik der heutigen Debatte haben allesamt damit zu tun, dass wir auch 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, der von Nazi-Deutschland begonnen wurde, immer noch mit den Folgen und rechtswidrigen Entscheidungen dieses Unrechtsstaates befasst sind. Und dieses Unrechts setzt sich an den Nachkommen der Verfolgten und Entrechteten fort. Allen Versuchen, hier einen Schlussstrich zu ziehen, erteile ich daher in Übereinstimmung mit der Kollegin Göring-Eckardt eine klare Absage. Dieser Verantwortung wollten sich auch die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes stellen, indem sie den Artikel 116 Absatz 2 formulierten und darin ausdrücklich hineingeschrieben haben, dass gerade diese Personengruppe denen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 ihre Staatsangehörigkeit entzogen worden war, die Möglichkeit gegeben wird, ihnen und ihren Nachkommen auf Antrag eine Wiedereinbürgerung zu bekommen.
Zugleich haben Sie aber auch in Artikel 16 Grundgesetz einen weiteren Riegel eingeschoben. Einen Riegel, der sagt, dass die deutsche Staatsangehörigkeit nicht entzogen werden darf, wenn ansonsten eine Staatenlosigkeit droht. Dies gilt aktuell bei den Rückkehrern deutscher IS-Kämpfer und Unterstützer, wenn diese ansonsten staatenlos würden. Auch dieser Bürger und Bürgerinnen unseres Staates muss sich dieser Staat annehmen. Abstrus ist daher allerdings ein Vorschlag, der einmal aus den Reihen der Linken gekommen ist und der da besagte, dass man deutschen Unternehmern, die sich im Ausland niederließen, um weniger Steuern zahlen zu müssen, die Staatsangehörigkeit bzw. ihren Pass entziehen müsse. Überraschend ist das allerdings nicht, wenn man sich daran erinnert, dass Ihre Vorgängerpartei unliebsame Staatsbürger einfach ausgebürgert hat. Die Verfasser des Grundgesetzes wollten den Entrechteten einen Teil der ihnen geraubten Identität mit den genannten Artikeln zurückgeben. Das muss auch unsere Richtschnur bei der Frage sein, wer aus diesem Personenkreis einzubürgern ist. Wie sich im Laufe der Zeit herausstellte, hat Artikel 116 Grundgesetz bei weitem nicht alle möglichen und denkbaren Fälle erfasst. Das hat der Kollege Dr. Thumme mit den Beispielen, die er hier vorgetragen hat, deutlich gemacht. Allerdings eine Lückenlosigkeit mit einer jetzt erlassenen gesetzlichen Regelung herstellen zu wollen, das halte ich dann doch für einen überhöhten Anspruch. Es gibt viele solche Fallkonstellationen und es kommen immer noch neue hinzu. Dies verlangt eben nach Flexibilität und diese Flexibilität gewährleisten die genannten Erlasse des Bundesinnenministeriums. Gesetze, statisch wie sie nun einmal sind, verlangen stets nach einer Neufassung. Und ich glaube, dem wird das Ganze nicht gerecht. Zumal die Erlasse, wie gesagt wurde, anspruchsbegründenden und die Verwaltungsbehörden bindenden Charakter haben. Sämtliche von der Opposition vorgelegten Anträge setzen auf Gesetze. Man könnte das als Actus Contrarius bezeichnen, das habe ich bereits ausgeführt. Man muss aber ein Gesetz so machen, dass es handwerklichen Gesetzmäßigkeiten gerecht wird. Und das wird der Gesetzesentwurf der Linken nicht. Er spricht von einem Wiedergutmachungsinteresse, ohne es näher zu definieren, und das bedeutet, dass der Gesetzentwurf unbestimmt ist. Abschließend sage ich und rufe ich Ihnen zu, halten wir es in dem Fall mit Montesquieu. Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, ist es notwendig, kein Gesetz zu machen. Ich bedanke mich. Zu Ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag erhält nun die Kollegin Sandra Maria Bubendorfer-Licht für die FDP-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. In zahlreichen Veranstaltungen haben wir in den letzten Tagen und Wochen der Shoah gedacht. Bis heute fällt es mir persönlich, und so wird es vielen gehen, immer noch schwer zu begreifen, wie Menschen anderen Menschen derart abscheuliche Grausamkeiten antun konnten. Bei den Reden, den Erzählungen der Überlebenden und Berichten lässt es mich erschaudern. Die Aussage "nie wieder" ist keine Parole und kein Slogan. Es ist unsere Verpflichtung aus einer, und das sage ich aus tiefster Überzeugung, historischen Schuld. Diese Schuld werden wir niemals begleichen können. Wir können nur daran arbeiten, sie so gut es geht wieder gut zu machen. Dies war auch die Motivation der Mütter und Väter des Grundgesetzes, Artikel 116 Absatz 2. Damit haben sie die Grundlage zur Wiedergutmachung für das Unrecht geschaffen, das Menschen widerfahren ist, denen aus diskriminierenden politischen, rassistischen oder religiösen Gründen die deutsche Staatsbürgerschaft durch das nationalsozialistische Unrechtsregime entzogen wurde. Es ist richtig und wichtig, dass wir als Parlament eine umfassende Wiedergutmachung ermöglichen. Lange genug hat es gedauert.
Unser Ziel muss es sein, allen, denen Unrecht widerfahren ist, und deren Nachfahren so weit wie möglich Wiedergutmachung zu leisten. Das kann leider nicht in allen Bereichen gelingen. Viele Folgen des Nationalsozialismus sind unumkehrbar. Bezüglich der Staatsangehörigkeit kann dies nun aber endlich gelingen auf Antrag der FDP-Fraktion. Meine Damen und Herren, eine ehrlich gemeinte Wiedergutmachung kann niemals an Voraussetzungen geknüpft sein. Aber von welchen Menschen sprechen wir hier eigentlich? Wir sprechen von Menschen, die die deutsche Staatsangehörigkeit dadurch verloren haben, dass sie ihre Heimat zurückließen, um sich und ihre Familie vor nationalsozialistischer Verfolgung zu retten. Wir sprechen von Menschen, denen die deutsche Staatsangehörigkeit aus politischen, rassistischen, unreligiösen Gründen von den Nazis verweigert wurde. Aber wir sprechen auch von Menschen, die aufgrund einer völlig überholten Rechtsauffassung von der Gleichheit der Geschlechter die Staatsangehörigkeit in der Bundesrepublik noch nicht erhalten haben. Auch in der Bundesrepublik ist es uns bisher nicht gelungen, das nationalsozialistische Unrecht in Bezug auf Staatsangehörigkeiten wieder gut zu machen. Wie großartig ist es aber dann jetzt erst, wenn wir heute genau mit diesem Recht auf Staatsbürgerschaft belegen können, dass das völkische Gedankengut, zumindest für den größten Teil in diesem Haus, endgültig überwunden ist und es nie, nie wieder Maßstab von politischen Entscheidungen sein darf. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Philipp Amthor für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Wiedergutmachung des Unrechts des Nationalsozialismus ist für uns nicht nur in diesen Tagen, sondern seit der Konstituierung und seit der Konstitutionalisierung unseres Staates eine originäre Verpflichtung und dass darüber Einigkeit herrscht und dass wir deswegen großmögliche Offenheit für Einbürgerungswünsche von Nachfahren von NS-Opfern haben müssen, ist ein gutes, ein notwendiges, ein gemeinsames Zeichen dieser Debatte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist wichtig, dass wir uns, um Klarheit in dieser Frage zu gewinnen, eben auch den Geist der Verfassung zu dieser Frage vor Augen führen. Über Artikel 116 Absatz 2 des Grundgesetzes ist heute schon verschiedentlich gesprochen worden. Es war eine ganz bewusste Entscheidung der Mütter und Väter des Grundgesetzes, dort einen Anspruch auf Wiedergutmachungseinbürgerung für die Opfer des Nationalsozialismus zu verankern. Und dabei liegt dieser Norm 116 Absatz 2 des Grundgesetzes eben das klare Verständnis zugrunde, dass die Ausbürgerungsmaßnahmen des NS-Regimes Unrechtsakte par excellence und damit von Anfang an nichtig waren. Und dieser unerträgliche Widerspruch zur Gerechtigkeit, wie man es in der Radbruchschen Formel formulieren würde, dieser unerträgliche Widerspruch muss aufgelöst werden. Aber schon damals war den Müttern und Vätern des Grundgesetzes klar, dass das nicht allein in zwei Sätzen in der Verfassung gehen wird, sondern dass es dafür auch eine nähere Präzisierung geben braucht, dass wir eine praktisch handhabbare Spezifizierung dieses Wiedereinbürgerungsanspruches brauchen. Dass das aktuell ist, haben wir gesehen in den Zahlen, über die wir diskutiert haben, von 43 Anträgen in 2015 auf 1500 Anträge in 2018, auch bedingt durch das Brexit-Referendum. Aber für uns ist klar, und auch wenn hier ein Widerspruch scheinbar aufgezeigt werden sollte, für uns ist klar, wir wollen auf diesen gestiegenen Anspruch reagieren
und wir wollen das auch mit einer handhabbaren Lösung tun. Und ich will Ihnen sagen, genau das hat das Bundesinnenministerium mit seinen Erlassen zur Auslegung von § 14 des Staatsangehörigkeitsgesetzes auch getan. Denn wenn hier behauptet wird, es gebe keinen gesetzlichen Anspruch auf Wiedereinbürgerung, dann ist das falsch. Die Erlasse selbst sind nicht die Grundlage der Wiedereinbürgerung, sondern sie konkretisieren § 14 des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Und ich will deutlich machen, wir haben einen gesetzlichen Anspruch, und das ist auch gut so. Hier einen Widerspruch zu erwecken, führt in die Irre, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und nun ist ja der Vorschlag der Opposition, mit einem neuen § 15 des Staatsangehörigkeitsgesetzes einen gänzlich neuen Wiedereinbürgerungsanspruch zu schaffen. Eine neue Norm, und das wird hier dann verkauft als weitergehendere Lösung, als größeren Gewinn für die Betroffenen. Ich will aber sagen, auch nach dem Eindruck der Anhörung, die wir im Innenausschuss hatten, das ist kein Gewinn für die Betroffenen. Diejenigen, die als Nachfahren der Opfer des Nationalsozialismus wieder eingebürgert werden wollen, für die ist die Frage nicht entscheidend, ob das indirekt über das Verwaltungsinnenrecht passiert oder direkt durch einen neuen Anspruch, sondern entscheidend ist, dass es passiert. Und genau dafür haben wir eine schnelle Regelung getroffen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist wichtig, dass unsere Lösung nicht nur schneller ist, denn die Erlasse des Bundesinnenministeriums gelten jetzt schon seit einem halben Jahr, während wir hier noch diskutieren, sondern sie ist auch rechtssicherer. In der Anhörung des Innenausschusses haben die Verwaltungsrechtsprofessoren Heilbronner und Kluth das ausdrücklich erklärt. Die Regelung, die Sie vorschlagen, schafft nämlich einen neuen auslegungsbedürftigen Rechtsbegriff in § 15 des Staatsangehörigkeitsrechts, und das führt erstmal nicht zu mehr, sondern zu weniger Rechtssicherheit, denn Sie werden Verwaltungsverfahren haben, in denen Verwaltungsgerichte in 16 Bundesländern diesen neuen Rechtsbegriff neu auslegen müssen, und das finden wir nicht überzeugend, sondern wir knüpfen an einen schon jetzt bestehenden gesetzlichen Anspruch an in § 15. Das ist schneller, das ist rechtssicherer, und das ist der richtige Weg für die Praxis und auch für die Betroffenen, weil er konkret hilft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und für uns ist entscheidend, wie müssen wir hier reagieren? Es geht nicht um die Frage Erlass oder Gesetz, und es geht auch nicht nur um Gesetzestechnik, sondern es geht darum, dass wir eine Lösung brauchen, die verantwortungsvoll ist, die schnell ist, die rechtssicher und einheitlich ist und die unserer historischen Verantwortung gerecht wird. Und genau das hat die Bundesregierung mit dem Bundesinnenministerium vorgelegt. Das ist der richtige Weg, und dafür treten wir ein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 16.846 mit dem Titel Verantwortung übernehmen, Einbürgerungsanspruch für Nachfahren der Verfolgten des NS-Regimes. Wer stimmt für diesen Antrag? Das sind die Fraktionen der AfD, der FDP, die Fraktion Bündnis 90, die Grünen und die Linke. Wer stimmt dagegen? Die Koalitionsfraktionen. Wer enthält sich? Wir wiederholen die Abstimmung, da das Präsidium sich nicht einig ist über das Abstimmungsergebnis. Das heißt, wir müssen zählen. Wer ist für diesen Antrag? Wer stimmt dagegen?
Präsidium sieht sich nicht in der Lage, das Ergebnis hier zweifelsfrei festzustellen. Sie wissen, auf welche Art und Weise wir dann das Ergebnis feststellen. Das heißt, wir werden diese Abstimmung per Hammelsprung hier durchführen. Ist halt so. Also, ich erkläre es allen, die jetzt nicht wissen, was zu tun ist. Der Sitzungsvorstand ist sich über das Ergebnis der Abstimmung auch nach der Gegenprobe nicht einig. Wir kommen daher zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 16.846 per Hammelsprung. Sie gehen also bitte vor den Saal, und sobald die Abgeordneten den Saal verlassen haben, werde ich die Abstimmung eröffnen, und Sie kommen durch die Tür Ihrer Wahl, Ja, Nein oder Enthaltung, wieder herein. So, ich bitte jetzt zügig, den Saal zu verlassen. Also mir ist schon klar, dass Sie eine ganze Menge Dinge zu regeln haben. Der Sitzungstag geht auch noch ein bisschen weiter. Bitte aber trotzdem alle Amtsgeschäfte, die sich auch draußen erledigen lassen, nun auch vor dem Saal zu erledigen. So, ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, den Saal zu verlassen, und erkläre unseren Besucherinnen und Besuchern auf den Tribünen, was hier gerade geschieht. Wir waren gerade in der Abstimmung zu einem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Und wir konnten zwar feststellen, aus welchen Fraktionen wie votiert wurde, wir konnten aber nicht feststellen, inwieweit die Ja- oder Nein-Stimmen jeweils in der Mehrheit waren. Der Sitzungsvorstand war sich nicht einig in der Feststellung des Abstimmungsergebnisses, auch nicht nach Wiederholung der Abstimmung. Und dann gibt es in unserer Geschäftsordnung eine Regelung, dass mit dem sogenannten Hammelsprung sowohl das Abstimmungsergebnis festgestellt wird, als auch festgestellt wird, wie viele Abgeordnete überhaupt an den Verhandlungen des Deutschen Bundestages teilnehmen. Zu diesem Zwecke müssen alle Abgeordneten den Saal verlassen, die Türen werden verschlossen und wenn ich die Abstimmung dann eröffne, kommen die Abgeordneten durch speziell gekennzeichnete Türen hier an der Stirnseite des Saales wieder herein. Über der einen Tür steht Ja, über der anderen Nein und über der dritten Enthaltung. Das heißt, es wird das Abstimmungsergebnis festgestellt und gleichzeitig die Anzahl der an der Abstimmung teilnehmenden Abgeordneten. Ich bitte um ein Zeichen, ob alle Abgeordneten den Saal verlassen haben. Das ist offensichtlich der Fall. Noch nicht? Haben alle Abgeordneten den Saal verlassen? Können wir die Türen schließen? Die Abstimmung ist eröffnet.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, Platz zu nehmen und dem Präsidium auch den Blick auf die Abstimmungstüren zu ermöglichen, damit wir feststellen können, ob noch Abgeordnete daran gehindert sind, an dieser Abstimmung teilzunehmen. Und da inzwischen die Besetzung der Besuchertribünen gewechselt hat, begrüße ich Sie herzlich im Deutschen Bundestag und erläutere Ihnen, was die Abgeordneten des Bundestages gerade tun. Vor einigen Minuten konnten wir das Ergebnis der Abstimmung über einen Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Verantwortung übernehmen, Einbürgerungsanspruch für Nachfahren der Verfolgten des NS-Regimes nicht zweifelsfrei feststellen. Deshalb haben wir zu einem besonderen Abstimmungsverfahren gegriffen, dem sogenannten Hammelsprung. Das heißt, alle Abgeordneten mussten den Saal verlassen und kommen nun durch eine speziell gekennzeichnete Tür, die ihrem Abstimmungsverhalten entspricht, wieder in den Saal. Und so stellen wir zweifelsfrei das Abstimmungsergebnis fest und können dann fortfahren, wenn diese Abstimmung beendet ist. Ich bitte nochmals, uns den Blick auf die Abstimmungstüren freizumachen und um ein Signal, ob alle Abgeordneten, die dies wollten, an der Abstimmung teilnehmen konnten. Das ist der Fall. Noch nicht. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, die sich noch in der Lobby befinden und noch an der Abstimmung teilnehmen wollen, dies jetzt zu tun. Zu diesem Zweck habe ich auch das Mikrofon in der Lobby gerade zugeschaltet. So, ich bitte um ein Zeichen. Die Abstimmung ist beendet. Ich bitte, mir das Ergebnis zu übermitteln.
Ich bitte, Platz zu nehmen. Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Abstimmung über den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 16.846 bekannt. Abgegebene Stimmen 527. Mit Ja haben 228 Kolleginnen und Kollegen gestimmt, mit Nein stimmten 298 und enthalten hat sich eine oder ein Abgeordnete. Damit ist der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen abgelehnt. Bitte jetzt von Beifallsbekundungen abzusehen. Wir sind immer noch in den Abstimmungen zu den Anträgen, die wir gerade in dieser im vorangegangenen Tagesordnungspunkt beantragt haben. Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Der Ausschuss für Inneres und Heimat empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 16.542 den Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke auf Drucksache 13.505 abzulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen Die Linke und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Das sind die Koalitionsfraktionen, die AfD-Fraktion und die FDP-Fraktion. Wer enthält sich? Niemand. Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung die weitere Beratung. Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zur Wiedergutmachung im Staatsangehörigkeitsrecht. Der Ausschuss für Inneres und Heimat empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 16.542 den Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 12.200 abzulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen und die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Koalitionsfraktionen und die FDP-Fraktion. Wer enthält sich? Niemand. Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung die weitere Beratung. Tagesordnungspunkt 11b. Wir setzen die Abstimmung zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat auf Drucksache 16.542 fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe C seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der FDP auf Drucksache 14.063 mit dem Titel Einbürgerung von im Nationalsozialismus Verfolgten und deren Nachfahren umfassend und klar gesetzlich regeln. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Die AfD-Fraktion, die FDP-Fraktion, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Niemand. Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen angenommen.